Fliegenfischen in Nordschweden, unterwegs in Lappland. Hier hat Fisch- und Fliegeredakteur Elmar Elfers Station gemacht, in der Rajama Lodge. Von hier aus geht's gemeinsam mit Guide Jesper auf zu den Touren und hier werdet ihr bestens versorgt. So, im Haupthaus gab's wieder leckeres Essen, schönen Lachs. Für den wollten wir eigentlich heute Abend auch noch gehen, aber drüben die Stelle, die Jesper befischen wollte, ist schon von Finnen besetzt, weil wie gesagt, gleich auf der anderen Seite ist ja schon Finnland. Deswegen springt hier auch immer die Zeit im Handy hin und her. Egal, wir versuchen jetzt hier hinten nochmal am kleinen Nebenfluss des Munio Hechte zu ärgern, weil ja, Jesper weiß halt, wie es geht, war den einen Abend nochmal los, hat 1,04 Meter eine gute Marke gesetzt, weiß, wo der Fisch steht, vielleicht ist er ja schon wieder einen Zentimeter gewachsen. Egal, auch wenn nicht, den will ich haben. Und ja, das Wetter sieht ganz gut aus. Oh, Mücken lieben das auch. Und ja, ein paar Würfe, bevor es wieder zu Bett geht. Die sind immer drin, weil Wasser ist hier gleich um die Ecke. Und selbstverständlich hat Guide Jesper auch ein Boot zur Verfügung. In diesen Ecken riecht es förmlich nach Hecht. Der erste Fisch ist von einem Meter, zwar noch etwas entfernt, aber immerhin. Eine gute Stelle, wie sich zeigt, und auch beim Warten ist Elmar erfolgreich. Und wieder kann Elmar einen Eintrag in sein Fangbuch machen. Was jetzt noch fehlt, ist der Lachs. So, ich hoffe, man versteht mich hier ein bisschen, weil die Stromstelle doch ganz schön laut ist. Wir haben hier einen wunderschönen Rastplatz oberhalb der großen Stromschnelle, oberhalb vom Camp Rajama. Hier oben haben wir gerade zwei Stellen abgefischt, die nach diesen Stromstellen beliebte Ruheplätze für die Lachse sind. Und ja, Eschen habe ich gefangen und eine Biss an einer sehr untypischen Eschenstelle, nämlich mitten in dieser Rausche, wo eigentlich die Lachse drin steht. Und ich habe mich tierisch verjagt, weil die Esche war so 43, 44 cm groß und durch den Wasserdruck waren die ersten 2-3 Sekunden der erste Gedanke, da ist er, Lachs beim ersten Mal. Gut, war jetzt keiner, aber die Freude war da. Und wir probieren das hier unten gleich nochmal ein bisschen. Weil wie gesagt, hier kommen die Finnen und Schweden nicht mit den Booten hoch. Das heißt, diese Plätze sind relativ unbefischt und die Fische müssen sich hier ausruhen. Weil wir haben eine Stromschnelle, die ich gleich nochmal zeigen kann, die richtig stark ist. Und mehrere, die dort oben folgen. Ja, so ist Lachsangeln eben, geht nicht gleich auf die Schnelle. Wir werden die Esche jetzt auch verspeisen, weil leider hat sie sich den Haken so reingehauen, dass eine Kieme verletzt wurde und der Fisch nicht mehr zurückzusetzen war. Aber so schlimm ist das auch nicht. Schließlich sind die Jungs ja auch richtig lecker. Und jetzt werde ich Jesper erstmal ein bisschen helfen beim Feuer machen, Kaffee kochen. Ja. Und dann geht's weiter. Ja, wir haben jetzt unsere Esche. Und Jesper bereitet sie ganz einfach vor mit ein bisschen Salz, ein bisschen Meersalz. Gut, der wird schon wissen, was er macht. Dazu noch ein paar Schnitte, dann die Esche in Alufolie einwickeln und ab damit in die Glut. Frisch gestärkt geht's zurück ans Wasser und dort geht Elmars Traum in Erfüllung. Ja, das Unmögliche ist wahr geworden. Ich habe bei meinem ersten Versuch hier auf Lachs eingefangen. Unglaublich, mir zittern immer noch die Knie, die Hände, eigentlich alles. Ja, wir fischen hier unten einen super Pool ab. Und ich habe die ganze Zeit auf diese schwarz-rote Fliege Eschen gefangen. Ja, und auf einmal, der Biss war im Prinzip genauso wie bei der Esche, so ein leichtes Zubbeln da dran. Ja, und dann knallt da ein, ich habe keine Ahnung, wie groß der war, wir haben ihn über die Route gemessen, das muss ich gleich erstmal gucken, ein Lachs drauf und vollzieht sagenhafte Sprünge in diesem Pool. Und das Problem war halt diese Stromschnelle, das heißt Hand auf die Rolle halten. Ich bin froh, dass es einer von den ganz Großen war, weil ich glaube, den hätte ich da nicht halten können. Aber scheißegal, erster Lachs, ich muss mich erstmal hinsetzen. Wunderbar, mit der Zweihandroute das erste Mal richtig damit gefischt. Alles selber gemacht, geworfen, gedrillt, gefangen, gefreut. Unglaublich. Ja, Lappland, einfach geil.
Und dank an Jesper, der mir schon wieder Mut gemacht hat, dass ein Lachs nicht alleine hochkommt. Aber ich glaube, das wäre vermessen zu glauben, dass da gleich noch einer kommt. Aber wer weiß. Wir versuchen es weiter. Ich muss mich erstmal hinsetzen. 82 cm ist der Lachs lang und nach einem kurzen Fotoshooting darf er wieder schwimmen. So, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall nochmal meine Erfolgsfliege, die ich zwar nicht ausgesucht habe, aber da muss man sich hier ganz einfach auf die Erfahrung auch der Guides verlassen. Ja, hier hat er gesagt, das Teil macht einen ganz guten Eindruck, ein bisschen Flash obendrauf, schwarz-rot. Ja, habe ich ihm geglaubt, Vertrauen in die Fliege gesetzt, Erfolg gehabt. Und die werde ich jetzt auch die Zeit noch dran lassen, die wir hier sind, weil 2 Stunden fischen wir noch. Ja, sieht doch ganz schick aus. Hübsche Tubenfliege, die geht jetzt gleich wieder auf die Reise zu den hoffentlich noch weiteren Lachsen. Die Fliege landet wieder im Wasser, nur Fische bleiben leider nicht mehr hängen. Mission Lachs ist erfüllt. Jetzt geht's nach Hause. Danach gibt's erstmal Essen. Und dann starten wir nochmal auf eine kleine Hechttour. Mal gucken, wie lange wir das aushalten hier mit den Kollegen. Ja, das wird das Gefühl auch immer schlimmer. Aber war super, schöner Tag. Haben wir ja gesehen, auch erfolgreich. Und ich muss jetzt schnell ins Auto, weil sonst haben wir da so viele wie draußen auch im Auto. Ich kann ja mal zeigen, wie das schon jetzt im Auto aussieht. Hier fährt man nicht allein. Unglaublich. Immerhin werden Elmar und Jesper für ihr Durchhaltevermögen belohnt. Auch bei der letzten Session am Abend sind die Hechte in Beißlaune. Mit diesem tollen Fisch geht Elmars Tour in Nordschweden zu Ende.